Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagvormittag gegen 8.40 Uhr zwischen den Ortsteilen Ostheim und Effershausen. Der 80-jährige Fahrer eines PKWs fuhr von Effershausen kommend in Richtung Ostheim vorfahrtsberechtigt in den Bereich einer Kreuzung ein. Der 50-jährige LKW-Fahrer übersah vermutlich das an der Kreuzung stehende Stoppschild und krachte in die Seite des PKWs. Der LKW-Fahrer durchfuhr noch den Kreuzungsbereich und kam dann auf einem Feld zum Stehen. Das Fahrzeug wurde in einen Graben geschleudert und blieb vor einem Wasserdurchlauf stehen. Der PKW-Fahrer sei laut Angaben der Feuerwehr eingeklemmt gewesen. Der 80-Jährige konnte aus seinem PKW gerettet werden und anschließend mit dem Rettungshubschrauber Christoph 44 ins Uniklinikum nach Kassel geflogen werden. Der 50-Jährige wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt und musste ins Melsunger Krankenhaus eingeliefert werden. Um die genaue Unfallursache klären zu können, wurde ein Gutachter zur Unfallstelle bestellt. Während des gesamten Einsatzes musste die Straße vollgesperrt werden. Insgesamt waren 19 Feuerwehrleute der Feuerwehren Breisefürth-Marsfeld, Ostheim und Melsungen im Einsatz.